Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play WoW Legion PvP Demon Hunter Tank Schrein der Uralten. Hatten wir lange nicht, ne? So ein bisschen Trampelei hier, Freunde. Es wird mal wieder Zeit. Oder es wird einfach mal wieder Zeit. Ich find's nur gerade gar nicht, Digga. Vielleicht mal so ein bisschen Vorbereitung hier, ne? Das wäre doch was. Wo liegt es denn? Ich sehe es nicht, Freunde. Es ist einfach verschwunden, oder? Es ist ganz, ganz traurig. Da unten ist es. Ach da, Mensch. Ja, jetzt habe ich meinen Taunt rausgezogen, oder? Ohne Taunt im PvP. Wie sollen wir jetzt useless sein? Wie sollen wir jetzt useless sein, ne? Ich weiß es nicht. Jetzt habe ich vielleicht mal einen Nutzen in dem BG. Das wär's ja. Kommt mal runter hier in mein schönes Siegel rein. Da wird auch keiner Bock drauf. Dann bleibt er auf dem Schiff. Ja, könnt ihr auch. Guck mal hier schön Silence rein, Digga. Und dann Adieu, auf Wiedersehen. Ne? Paris, Athen, auf Wiedersehen. Trampeln wir einmal durch hier, ne? Schön. Ach, ja, guckt mal hier. Wir trampeln durchs Getreide. Wir trampeln durch die Saat. Hurra, wir verblöden. Für uns bezahlt der Staat. Oder guckt euch das mal an. Was ist das für ein Massaker hier? Dämonische Verwüstung mal da reinbrettern, Digga. Was ist schön. Wir kommen nicht rein. Der Monk hat hier einen sehr guten Job mit seinem Ring der Heilung, Ring des Friedens, whatever da gemacht. Aber wie lange haben wir die gerade aufgehalten, Alter? Dämonator trampelt rein. Furorkrieger springt mit Bürst rein, oder? Jetzt kommen sie langsam raus. Ist klar, ne? Wird allerhöchste Eisenbahn hier für die Kollegen. Aber wie schön haben wir die gerade aufgehalten, oder? Und wie schön konnten wir als Tank da mit unseren ganzen Siegeln entgegenwirken. Das war ja ein Traum. Jetzt hier alle schön auf den Heiler. Komm schon, weg mit dem. Jawohl, Digga. Liebe Horde. Was ist dieser Fokus? Mein drüben scheint sich ganz so zu laufen. Wir scheinen die ganzen Berserker des Paunens und so hier zu haben auf unserer Seite. Aber Digi, Digi, Digi. Das war ja fast schon Digimon. Ne? Das war ja fast schon Digimon, Digga. War kurz davor, mir so eine lustige Brille aufzusetzen, mein Digi-Weiß in die Höhe zu heben. Ne? Das war ja holy hell, holy macaroni, oder? Das war ja ein Traum. Guck mal, zwei Hexer, die da schön freecasten. Bam, Silence-Siegel drunter. Blöd gelaufen, Kollegen. Ne? Tschüss. Geil, einmal schön drüber brettern über alles. Oh, und ihr auch. Ja, guck mal, der Ja, oder er läuft wieder. Er läuft wieder seine Runden, Freunde. Es ist und bleibt ein ewiger Traum, oder? Tolle Sache. Jetzt muss ich nur langsam mal drüben. Tor ist down. Ist nicht so cool. Jetzt muss ich nur langsam mal gucken. Ja, dann kommst du ran. Das ist halb so schlimm, Kollege. Ich brauche nur langsam mal ein paar Sehnfragmente. Das halten wir aber nicht mehr so lange hier. Jetzt geht es nur noch ums Aufhalten. Jetzt geht es nur noch ums Aufhalten, aber auch nicht mehr lange. Nein, Silence, Stun, alles in meine Fresse. Okay, ja, aber war doch gut, oder? War doch gut. Also so lange unten aufzuhalten, das war schön. Schön durchgetrampelt oder schön dauergestunt, wie sie dann auch auf uns geswitcht sind, alle jetzt am Ende, ne? Kein Bock mehr auf diesen Pisser mit seinem Dauer-CC, oder? Das ist kein BG. Das muss man dazu sagen, wo man als Tank wieder jetzt mal strahlen kann oder so, ne? Wo man sagt, ja, strahlen kann, ohne aufgeladen und dann feuerfrei nach vorne, ne? Und irgendwie hier mit Trampeln und Gehüpfe mit der Flagge schnell innerhalb von 3 Sekunden die Kriegsmündenschlucht durchquert, um den Punkt zu sichern. Das haben wir nicht. Das heißt, wir müssen auf den Sack gehen als Tank. Wir müssen Silence, wir müssen C10, wir müssen am Arsch der Heiler kleben, ja, und alles solche tollen Sachen. Den sehe ich bis hier, ne? Den rieche ich bis hier, den miesen Dudu. Insofern, das können wir hier ganz gut machen, ne? Reinspringen direkt mal hier, zack, so ein bisschen Silence mit rein. Nächstes Silence-Siegel hier mal in die Crowd drücken, oder? Ja, verängstigt, dann gibt's hier noch ein schönes Trampeln hinterher. Ach, guck mal. Oh, guck mal hier. Ja, noch mehr Monks damit. Noch mehr Monkeals einfach, die nur Lebenskokon brocken den ganzen Tag, oder? Wunderbar. Früher war's, ich nehme Drogen jeden Tag, ne? Und jetzt ist irgendwie, ich habe Lebenskokon, so viel ich mag, oder? Whatever. Geht ja noch in Bärenform, ne? Da geht ja noch in Bärenform. Nicht, dass wir hier einen Kill an einem Heiler bekommen, Digga. Dann spielen die auch noch gut, ne? Dann komme ich mit auf den Monk hier. Guck, ja, so einfach ist das, ne? Man muss halt da auch ein bisschen mobil sein. Man muss das Target auch mal switchen können, ne? Und dann geht das aus. Guck mal hier jetzt ins Bärchen schön die dämonische Verwüstung hier auf den Nacken. Ach, es sieht da auch schön aus, oder? Das muss man vielleicht mal dazu sagen. Es sieht doch auch schön aus. Jawohl, auf Wiedersehen. Oh, und hier jetzt Siegel rein. Hier noch ein Interrupt. Da kommt die Lightforge-Ability vom Drainer noch mit runter. Holy shit, da ziehen wir jetzt mal unser Artefakt lieber mit rein, glaube ich. Und dann würde ich hier ziemlich gern mich mal bewegen können. Digga, holy shit, gib mir mal ein paar Fragmente hier. Alter, es ist aber auch ein nerviges Pack hier sondersgleichen, oder? Es ist aber auch ein nerviges Pack hier sondersgleichen. Da müssen wir mal eine Runde hier. Da müssen wir mal eine Runde stunnen und hier rumlaufen. Hier nichts mit irgendwelchen Ladungen, Digga. Komm, weg jetzt mit dir. Ja, auf Wiedersehen. Ja, ich bitte darum. Oder ich bitte doch recht freundlich sogar darum, dass ihr euch jetzt mal hier verabschiedet von eurem lüsternden Treiben. Komm jetzt hier schön auf Nacken und auf Wiedersehen, oder? Ja, man kann ja auch Schaden machen. Kann man auch. Muss halt nur drauf kommen. Ne? Man muss halt nur die Idee haben, den Plan zu entwickeln und zu sagen, hey, wir können ja auch ein bisschen was machen. So, wir defen an sich ganz gut, aber es kommt trotzdem immer wieder was durch. Ich weiß nicht genau, warum. Ich glaube, es sind einfach zu viele Heiler, ne? Wir haben 4 Heiler, die kleben auch aneinander. Das ist so, weiß ich nicht, wie ihr und euer Stuhl in dieser Symbiose, ja, wenn es wieder draußen ein bisschen wärmer wird, ja, es kommt ewig kein Sommergewitter und dann klebt ihr einfach am Stuhl fest. Es ist einfach toll, die Hämorrhoiden blühen, oder? Ein wunderbarer Traum der Menschheit, diese Sommerhitze, es ist toll. Aber die Insta-Selfies am See, oder? Die kriegen die Likes, insofern wir leiden doch gerne. Und das ist so ein bisschen das Problem hier, ja, die kriegen wir nicht auseinandergedröselt, da kann ich rein C10, da kann ich rein silence, slowen, whatever, wie ich will, aber wir haben es ja.
Also wirklich, wir haben es ja. Wir haben Silence AOE Siegel, wir haben Blutelfen Silence AOE Fähigkeit, wir haben Interrupt Siegel, ne, mit zusätzlichem CC. Eben, das war beides Silence, ne. Wir haben, weiß ich nicht, Verringerung, wir können ja noch mit unserem dämonischen Trampeln können wir stunnen. Wir haben so noch einen Interrupt, also wir sind eigentlich der Stun Boy. Oder in dem Fall der Stun Girl, hier die Gleven Cats, ne. Was ist los? Ah, insofern. Wir müssen da sein. Wir müssen, ne, wir müssen wirklich am Start sein. Wenn die Heiler da sind, dann müssen wir schon 3 Tage vorher, müssen wir da schon campen, ne. 3 Tage vor, Alter, was ist mit diesem Netherrochen? Oh mein Gott, ich sag hier was von 3 Tagen, ne. Und dann sehe ich sowas hier, Alter, die haben sogar Bomben gelegt. Das war's doch für das Tor hier. Kann ich mal alles draufzimmern, so ein bisschen Damage pushen hier jetzt im Single-Target. Aber warum fokust denn niemand diesen Verwüster? Der fährt doch jetzt durch hier. Wo sind denn alle bitte? Wo wird denn hier gefightet? Holy shit, das gibt's doch gar nicht. Guck mal, wir sind hier der einzige Pümler, der auf diesen Verwüster geht. Ja, komm mal mit vor hier. Was stehst du denn da hin? Da brauchst du so 3 Tage, bis du da bist. Kollege hier mit deinem Aschenbringer-Gleichgewicht der Kräfte gehen. Oder haut ihn jetzt mal down, der trifft doch schon, Junge. Der trifft doch schon. Unglaublich. Jetzt kommen sie hier, ne. Jetzt kommen sie hier. So, Silence-Siegel, Flammen-Siegel und auch wieder so. Der kastet einfach weiter, ne. Er denkt sich, ach ja, naja, schöne Siegel, Demon Hunter, ne. Aber ich bin halt Monk, ne. Ich bin halt Monk, insofern kannst du das vergessen. So, nächste. Habt ihr gesehen, wie wir den jetzt durchsilenzen konnten, ne. Der konnte da ab und zu mal ein Spontan-Ding raushauen. Und das war's dann auch. Der nächste Heiler hier mit Bombe, Digga. Die laufen, wie gesagt, die rennen hier zusammen rum. Guckt euch an, was wir hier jetzt Lightforge-Blitz auf den Nacken, Digga. Metamorphosenbock. Guckt euch das an, wie viele uns ja downfokussen können. Wo zum Fick sind unsere Leute? Also das, was ist denn das da? Das ist ein Armutszeugnis. Macht euch hier hinter jetzt, Freunde. Ich glaub's ja nicht. Ich glaub's ja nicht. Also die werden durchkommen. So, was ich eben gesehen habe, werden die durchkommen. Ich weiß nicht, was unsere Leute tun. Keine Ahnung. Kills Farm ist es auf jeden Fall nicht. Ne, das ist es auf jeden Fall nicht. Zumindest nicht erfolgreich. Ne? Also der Versuch, der ist ja da. Aber jetzt sollten wirklich langsam, ne, so ganz, ganz langsam sollte man sich zurückziehen und vielleicht auch nicht AFK sein. Ne? Und vielleicht auch nicht, das ist tatsächlich auch so, vielleicht auch nicht AFK sein. Ne? Das hilft manchmal schon in diesen BGs. Wenn man nicht lieft oder nicht AFK ist, dann kann es wirklich helfen, wenn wirklich alle auf diese Verwüster gehen. Und wenn man nicht regelmäßig mit seinen großen Mounts, was ist das für Scheiße hier, Mann? Hängen bleibt an den Gängen. Ich raste aus, Alter. So, Heiler, Heiler. Was, wir gehen auf die Katze, oder was? Das sind 2 Heiler, wir gehen alle auf die Katze. Okay, dann bürsten wir ein bisschen auf die Katze. Warum denn nicht? Ja, jetzt switchen wir randomes Target. Ne? Ja, random mal Target switchen ist immer gut. Oder da, der erste Hexer geht down da oben. Jawohl, wunderbar. Die Kitty Fokus uns. Toll, da ist der nächste Verwüster. Müssen wir hin? Scheißegal. Scheiß auf die Katze, oder? Scheiß auf die Katze. So, hier ein bisschen. Und da sind wir am Start. Er muss jetzt weg. Der darf nicht nochmal schießen. Er darf nicht. Sehr schön. Er darf nicht nochmal schießen. Jawohl, da oben sind die Heiler. Und badum, badum, da sind wir. Hallo, Ibims, der Demon Hunter. Ich habe leider nicht mehr so viele Kicks, Freunde. Ich kann euch nur mal kurz hier ziehen. Ja, kommt in meine Range, ne? Kommt in meine Range. Das sehe ich sehr, sehr gern. Muss ich zugeben. Der Monk ist jetzt eigentlich rausgerollt. Da müssen wir jetzt mal hier silencen direkt. Komm, den Mund Verwüstung rein. Komm schon, komm schon, komm schon. Da fehlt doch nicht mehr viel. Och nein. Und er rollt wieder in Heal to the Range. Ich raste aus. Ich raste aus. Es ist so traurig, oder? Es ist alles so traurig. Diese Mobility von Monks, Digga. Es ist so unglaublich. Schlafen unsere Heiler. Ich glaube, ihre sind nur besonders gut. Hat er die jetzt gelegt bekommen? Nein, hat er nicht. Wunderbare Sache. Alles ist cool, oder? Alles ist cool. Es ist überhaupt nicht eskalativ hier. Es leckt auch gar nicht. Es geht auch überhaupt nichts down bei ihnen. Wir kommen auch an die Heiler nicht ran, die so schön hinten positioniert sind. Da können wir auch nicht hin. Ganz einfach. Warum können wir das nicht? Dann legen die hier vorne die Bomben. Es ist unglaublich. Ich kann hier immer nur mal trampeln. Hoffen, dass wir einen Heiler ein paar Sekunden lang genug. Ja, hier interrupten, außer Gefecht setzen, ne? Dass hier vorne vielleicht ein bisschen was passieren kann. So, mein Freund, ich bleib jetzt mal bei dir einen Moment. Oh, fuck, der Hexer. Der Hexer. Holy shit. Aber ihr seht, wir können auch Schaden machen, ne? Ihr seht, wir können auch Schaden machen. Problem ist eben dieser Chaos-Blitz durchkastende Hexer da. Der macht uns gerade so ein bisschen das Leben schwer. Dann kicke ich dich halt, oder? Ich bin da relativ flexibel. Jetzt kriegen wir auch noch die Sühne-Absehen-Fragmente. Komm schon. Ah, lange nicht mehr. Lange halte ich sie auch nicht mehr. Ah, Feuerbrand-Aura hielt auch noch ein bisschen gegen. Target-Switch. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, mein Gott. Ich habe nur Verregung gegen körperlichen Ready. Das bringt uns nichts gegen Eule, Hexer und Dissi. Schade, 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 aber wir halten noch. Wir halten noch, es muss jetzt so weitergehen. Problematisch wird's jetzt, wenn sie die Verwüster holen. Wenn sie sich jetzt ein bisschen mit den Verwüstern absprechen, dann müssen wir auf die Verwüster gehen, dann haben sie hier vorne das Domizieren, können die Bomben legen oder andersrum. Es wurde wirklich aufgeräumt in der Zeit. Es wurde wirklich aufgeräumt, das heißt, jetzt kommen gleich nochmal die Verwüster. Problematisch wird's, wenn die gleichzeitig kommen. Wenn die Verwüster jetzt gleichzeitig kommen... Oh, jetzt Nierenhieb into Silence-Siegel. Der hat nicht so Bock auf uns, glaube ich. Feuerbrand-Aura, Digga. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Und du auch weg hier. Komm schon. Jawohl. Großartig. Großartig. So, da kommen die Verwüster jetzt. Und problematisch wird es jetzt, wenn sie sich nicht absprechen. Ne? Da vorne holen sie jetzt den Friedhof noch. Das ist auch uncool. Und keiner mit drauf außer mir. Und keiner mit drauf außer mir. Doch jetzt hier der Ork-Krieger. Aber das haben sie. Das haben sie. Oder nein, haben sie nicht.
Sehr schön, eine Minute noch. Oh, das wird kritisch, Freunde. Das wird so unglaublich kritisch. Nee, als ob ihr hier mit Gespensterwanne oder irgendwelchen Katzenzaubertricks hier zur Base kommt. Ich glaube, es geht los. Hallöle, ne? Moin. Und in dem Moment ist es expired. Ich raste aus. Expired, ne? In dem Moment ist es expired, Freunde. Ob ihr es glaubt oder nicht, es ist wirklich wahr. Es ist so passiert. Schön, jetzt ist hier der Fokus. Jetzt sind unsere Leute auch hinten. Es ist ein Traum. Die werden so keinen Bock auf uns haben. Ne? Dieser mobile Monk da. Boom, Digga. Ich bin auch mobil, ne? Ich bin's der Demon Hunter. Und Slice, Digga. Auf Wiedersehen. Einmal 50k in deine Phrase, ne? So schnell kann's gehen. Wir müssen nur vorne auch im Blick haben. Genau wegen solchen Heinis da, ne? Wegen solchen Scharlatanen müssen wir hier dolle aufbauen. Oh, das war ganz schön close. Das war ganz schön close, Freunde. Gelevenwurf hier. Auf Nacken. 3 Sekunden. Können sie eigentlich nicht schaffen. Das war jetzt ihr Fehler. Sie haben sich nicht richtig abgesprochen. Das Potenzial war da. Ich muss sagen, das Potenzial habe ich so was von gesehen, dass sie das hier in den Grundfesten einreißen, noch und nöcher, ne? Wie lang geht denn der Stun, Digga? Das war jetzt Rohrfäuste into Fußfeger oder was war da denn los? Meine Güte, gibt's da gar nicht. So, hier mal noch ein Silence mit rein für den ollen Hexer da. Nicht, dass er denkt, der kann ja wieder freecasten, ne? Das müssen wir haben als Demon Hunter. Da müssen wir jetzt hier so mobil sein. Da müssen wir die Targets so schnell switchen, ne? Dass wir hier wirklich schön reinbrettern können. Ja, das muss so gehen. Erste Runde beendet. Das war jetzt ihr Fehler. Sie haben da zu lange vorne gezerrt, haben dann auch verloren, warum auch immer. Ne, vielleicht, ich bild mir ein, so ein bisschen AOE-Stun, so ein bisschen wirklich gucken, dass man die Heiler ein bisschen aus dem Rennen nimmt. Kann da wirklich helfen in solchen Zerrgefechten, ne? Und dann haben sie sich nicht richtig koordiniert. Wären die jetzt zusammen mit Verwüster gekommen und hätten nebenbei die Bomben gebracht und hätten die Verwüster ein bisschen auf Range gehalten, easiest win of their life, ja? Easiest win of their life. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass sie nicht so gut im Verwüster-Fokus sind wie wir. Das war ja vorhin ein Traum, ne? Wo ich dachte, ich bin der Einzige. Charge der Waffenkrieger mit drauf und ruckzuck ist der Verwüster down, ne? Das war wirklich schön. Das müssen wir hoffen, dass das jetzt nicht so ist. Da müssen wir jetzt einfach hoffen, dass das jetzt nicht so wird, ne? Ansonsten haben wir hier ein Problem, weil sonst verwickeln wir uns auch in die Zerg-Fights und verlieren dann einfach, weil wir die Zeit nicht mehr haben, ne? Das wird dann unter Umständen wirklich problematisch. Hoffen wir mal, dass es nicht so ist. So. Freunde, kommen wir irgendwann an, ja, meine Güte, oder? Es ist aber auch eine, diese lange Wartezeit, immer auch in der Arena, ne? Fight ist dann irgendwie 20 Sekunden gegen eine Burst-Pala-Kombo, ja? Und dann standst du vorher aber 2 Minuten in dem Raum rum. Geil, oder? Ich weiß dann, also ich brauch's nicht. Ne? Mir reichen 30 Sekunden, ne? Und dann fertig ist die Laube. Oder könnt ihr mir nicht erzählen, dass ihr einen Großteil immer wieder neu umspeckt und sich wirklich so der BG-Situation anpasst? So, Freunde, wir nehmen hier gleich mal eine Bombe, ne? Und dann geht's hier los, so ein bisschen Adlossen-mäßig, ne? Die Bombe und so, let's do this, come on. So, wir wuseln hier gleich mal durch. Hallöchen, Heiler, ne? Schönes Argus-Mount hast du da. Was ist hier, ein Krieger? Ja, ich grüße dich, mein Freund, ne? Sei mir gegrüßt, sei mir recht herzlich gegrüßt. Ich begrüße dich ganz, ganz herzlich, na? Lol Mao. Das ist die benannte Stunzige. Ja, du willst sie jetzt entschärfen, ne? Digga, das Problem ist, das lasse ich halt nicht zu, ne? Das Problem ist ja, mein Freund, das lasse ich einfach nicht zu. Guck mal, da liegt die erste Bombe. Bam, da ist das Tor nämlich angegriffen, mein Freund, Digga. Da ist das Tor einfach angegriffen. Hier, dämonische Verwüstung und verabschiede dich. So, schön vorher das Siegel drauf für Bonusflammenschaden, ne? Und da kommt der 5. Kill, Digga. Ja, man kann als Demon Hunter was machen. Man muss halt, das ist es halt, man muss halt wissen, was, ne? Man muss halt wissen, was. Wie jetzt gerade, jetzt ist halt Bullshit, hier drauf zu gehen, weil oben noch der Heiler steht, ne? Sehen Sie jetzt auch. Wunderbar reingestanden. Komm, kriegt Schmerzunterdrückung vom Dizzy. Der ist Highground bestimmt, oder? Wenn der nicht dumm ist, ist er Highground. Ich sehe nur, ja, steht er da oben, ne? Da ist er, der Verbrecher. Ah, aber Tor ist down. Tor ist down, jawohl, meine Güte. Meine Güte, das war gerade so ein Hassschrei, ne? Weil ich nicht wusste, was ich machen soll. Gehst hier zurück, holst Verwüster, holst eine Bombe. Tor geht down in dem Moment, jawohl. Und wir sind durch, oder? Da sind sie durch. Du bleibst hier, Digga, und ich gehe vor die Flagge holen. Du musst hier gar nicht lang reiten. Komm, im Charge gestunt, oder? Beste Leben. So, komm her. Meine Flagge hier. Mobilität ist Demon Hunters. Oh, der Shami, haltet den Shami auf. Haltet doch den Shami auf. Oh Gott, der merkt's gar nicht. Ah, der ist bescheuert. Das ist gut. Dumme Shamis sind sehr gern gesehen. So, einmal unser Friedhof hier drüben. Ein Traum. Wollen wir das drüben auch gleich noch probieren? Wird schon hingeritten, auch mit einer Bombe. Die habe ich jetzt leider vergessen. Ich weiß nicht, haben wir den schon? Haben wir noch nicht, ne? Dann hole ich den auch gleich mal noch. Dass wir hier schön vorankommen, ne? Jawohl. Es wird getappt. Nee, sieht nur so aus. Ne? Dann mache ich das jetzt. Ne? Unauffällig mit dem Flammensiegel. Die fighten da vorne den einzelnen Schurken. Den einzelnen DK ist es. Da war gerade raureif, ne? Das war hier, oder die Gletscherstacheln und hier, nächster Friedhof, oder? Für die Horde, Digga, was ist los, die Verwüster? Da sind sie am Start. Was ist denn los mit denen, Ali? Sind die alle rausgegangen, oder was? Was ist denn los mit denen, hör mal? Was ist da denn? 15-15 hier, Freunde. Nächstes Tor geht gleich down. Wir warten schon die Verwüster und die Bomben, oder? Es ist ein Traum. Ich finde es sehr schön, dass die Bomben auch nicht hochgehen, ne? Du hast sie einfach so. Du hast eine Bombe, alle so cool. Cool, Mann, hast du eine Bombe. Oh, wieso kommt ihr denn durch das Tor? Das hat aber nicht so viel Sinn, Freunde. Hör mal. Also, da müssten doch jetzt eigentlich unsere Leute rauskommen, oder nicht? So, ich kann trotzdem schon ein bisschen schießen, oder? Machen wir ja. Viel braucht's ja auch nicht mehr. Mit ein bisschen Glück, ne?
mit ein bisschen Glück, aber gegen zwei Monks weiß ich nicht, ob Vordans das Glück Holdins ist. Ich weiß ja nicht. Ich glaube, einen hätten wir noch gebraucht, ne? Ich glaube, einen. Ah, der kam nicht mehr. Die Schussanimation war schon da, aber er kam nicht mehr. Na gut, dann suchen wir mal so ein bisschen erstmal das Weite, ne? Unnötig sterben müssen wir da jetzt in diesem Ali-Pulk, glaube ich nicht. Wir gucken mal, wo unsere Leute sind. Oh, aber Ballungsräume hier. Jawohl, gerade wollte sagen, nächstes Tor ist doch gleich down da. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Frage ist, kommen wir hier jetzt durch? Das ist down, wunderbar. Sicherlich mit Bomben, ne? Verwüster sehe ich nämlich nicht mehr. Hier wird mit Gleichmut, den DK können wir nicht retten. Berührung des Todes drauf gegen den Monk mit Gleichmut. Bis ich da abgemountet bin, ist er tot. Ja, so sieht es nämlich aus. Hätte ich reinspringen können, aber hey, der Frostiker hält hier die Stellung. Wollen wir den jetzt auseinandernehmen, mein Freund? Wollen wir nicht? Dann mache ich es alleine, ne? Dann mache ich es alleine. Muss ja nicht sein, ne? Nein, er hat Karma draufgezogen. Oh, er ist zum Glück rausgesprungen. Oh, dieser dumme Idiot. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Ja, komm, mach dein Karma-Ding, Digga. Ich schmetter mir nicht selber ins Maul, ne? Def CD ist an. Und Paris hat den. Auf Wiedersehen, Freunde. So, 6 Minuten haben wir. Das ist doch eigentlich eine schöne Zeit. Oder ich immer Silence-Siege für den Monk-Kollegen. Da kannst du zurückgehen noch und nöcher, Digga. Es nützt ja nichts, ne? Es nützt ja einfach nichts. So, komm hier einmal. Oh, das ist. Oh. Okay, jetzt habe ich mich überschätzt. Jetzt habe ich mich überschätzt. Ich dachte, unsere Kollegen sind schon hinten. Nein, das andere Tor scheint noch nicht mal down zu sein. Ne? Jetzt kann ich hier nochmal ein bisschen auf den Sack gehen. Aber 4 wird hier nicht drin sein. Ne, hier komme ich nicht raus. Okay. Okay, ich dachte, die sind da schön infight. Das war jetzt blöd. Schneller, er schreibt's gerade. Hey, wir müssen schneller sein. Was ist hier los? Was ist da? Hades, nicht schnell Rückzug. Das ist nicht das Overwatch-Szenario, wo wir abgeholt werden vom Blackwatch-Piloten. Wir müssen hier oben rein, Digga, ne? Wir müssen da oben doch rein, meine Güte. Ja gut, aber wir sind gerade so durchgeballert, oder? Das hat ja alles gepasst. Fokus hat gepasst, Kills haben gepasst, Friedhöfe geholt, Verwüster, Bombe, alles da. Gut, ein Rückschlag jetzt, weil wir zu schnell waren, ja? Der Rest macht das so ein bisschen gemächlicher. Ist okay, passen wir uns an. Ja, waren auch alle auf der anderen Seite, wollten das andere Tor noch haben. Kann man jetzt, glaube ich, keinen großen Vorwurf machen. Also mir schon, den nicht. War dämlich von mir nicht zu gucken auf dem Map, wie viele von unseren Pünktchen damit rumspringen. Ne? Pünktchen und Anton und so weiter, wir kennen es ja ganz genau. So, der Verwüster ist auch down. Haben wir den Bomben, haben wir den Friedhof, haben wir hier irgendein Monopol? Lohnt es sich überhaupt hier reinzuspringen, ist jetzt die Frage. Insofern, ich weiß ja nicht, lohnt es sich den Friedhof zu holen? So viele Fragen, ne? Fragen über Fragen. Ich weiß ja nicht, hat es Sinn, hier reinzuspringen? Das ist jetzt genau die Zerg-Situation, die wir letzten Mal gewonnen haben. Wenn wir die jetzt aber verlieren, dann verlieren wir halt auch so, ne? Das ist so ein bisschen das Problem hierbei jetzt. Aber insgesamt trotzdem, selbst wenn, fand ich, war eine sehr schöne Runde, oder? Boah, die dämonische Verwüstung hier, Digga. Unglaublich, ein Traum, oder? Einfach ein Traum, hier noch ein Silence mit rein. So, sehr schön. Das ist der nächste Verwüster. Ja, come on. Come on, die Leute einfach, jawohl, die Leute beschäftigen hier und vom Verwüster ablenken. Sehr schön. Ja, ich ziehe nochmal was für euch hier. Komm schon, oder? Was soll denn der Geiz? Guck mal hier, mein Lieber. Jetzt geht's gar nicht um die Kills. Jetzt geht's nur davon, darum, euch abzulenken, dass unsere Leute durchsneaken können. Vielleicht eine Bombe schon mal planten, ne? Während ich hier, guckt euch das an hier, was wir ins Maul bekommen. Multishots dahinter. Da castet noch ein Wichtel auf uns drauf. Jetzt kommen sie mit den Stunts und Executes. Okay. Dann nicht mehr. Ja, dann sage ich nicht mehr 5-5 stehen wir, oder? Oder 5-6? Nee, 5-5. Geht eigentlich, oder? Geht eigentlich, ja, für solche Opferaktionen hier. Von mir als Opfer, ja, oder solche Angriffe hier, sehr, sehr schöne Sache. Wir hatten auch eine ganze Weile, glaube ich, nicht mehr Strand der Uralten. Was ich nicht vermisse, genauso wenig wie Insel und Alter Ark, ne, weil das geht schnell Richtung 20 Minuten, kann belastend sein. Ne? Kann belastend sein. Das ist so ein bisschen der Grundtenor, der hier vorherrschen sollte. So, Verwüste hatten sie, glaube ich, schon. Ne? Das heißt, einmal die Bombe und dann vorne Fahrzeuge und go. Ja, ich hoffe, auf der anderen Seite nimmt den wer. Ich glaube, da ist es weniger worse, da jetzt durchzureiten. Ich kenne auch BGs, da hat man sich so gesammelt und hat die dann vom Strand geholt und so. Ne? Weiß ich nicht, ob es worse ist. Weiß ich nicht, ob's worse ist. Oh, ihr wird aber down gegangen. Die sind jetzt wirklich auch alle hinten am Deffen. Ei. Weiß nicht, unsere Ruinen vielleicht durchschleichen, unsere Schurken mit Bomben, da werden sie auch deffen, ne? Ich weiß ja nicht. Friedhof, den hier, sollen wir den hier holen wegen den Bomben? Ich weiß es nicht. Muss Hochdeutsch reden. So unwissend bin ich, ne? Ich weiß es nicht. Ich möchte gern noch ein bisschen Musik hören, bevor ich losfliege und so, ne? Da reinzuspringen hat jetzt aber auch bloß wenig Sinn, oder? Da rein hat doch jetzt auch wenig Sinn. Ja, da kann unser Demon Hunter auch nur abheben. Das hat doch gar keinen Sinn. Das bist du doch jetzt der Einzige, Digga. Du gehst doch da down binnen Sekunden. Und ich bin auch schon hier am Target. Da kommen schon die Nächsten, ne? Da kommen schon die Nächsten. Freunde, wo ist denn diese Masse von Spielern hier? Die kommt hier mit... Hier kommt Verwüster, unten kommt Verwüster. Alles cool. Die müssen wir jetzt ein bisschen durchbringen. Jawohl, das macht auch Sinn. Das macht jetzt auch Sinn. Vielleicht hätten wir noch auf die anderen warten müssen, statt 2v2 zu zweit so immer reinzugehen. Da hätte das vielleicht noch mehr Sinn. Ja, aber leider, gebt euch diese Heiler hier. Komm schon, durch mit den Verwüstern jetzt. Come on, jetzt müssen wir trampeln. Jetzt müssen wir hier raus und wir müssen jetzt trampeln. Wir müssen jetzt versuchen, die Leute hier irgendwie zu stunnen. Ja, zieh mich zurück in die Leute. Wunderbare Sache. Komm schon, Verwüstung mit rein. Come on, schießen noch. Da geht noch einer. Fahr doch nicht, schieß doch auch. Nein, angegriffen ist aber schon. Angegriffen ist schon mal.
Na, seid ihr hier vorne wach? Seid ihr? Der Diss hier auch direkt am Start geroutet, Digga. Was ist denn mit euch los? Keine Chance hier. Gar keine Chance. Die deffen hier gerade. Als wäre da drin irgendwie der Embryo ihrer Schwester, ne? Meine Güte, so ein bisschen Alma 4-Style. Holy fuck. Sehr schön. Ist in Gefahr. Come on. Ah, jawohl, wir haben's noch. Wir haben's. Sehr schön. Win für die Horde. Freunde, Watt MBG. 21-3, 17-2. Holy fuck. Die Boys hatten Bock. Aber was hat's ihnen gebracht, ne? Was hat's ihnen gebracht? Ein Scheiß hat's ihnen gebracht, ne? Ein Scheiß. Das war super gerade mit den Verwüstern. Sehr schön, dass wir da nochmal zurückgezogen wurden. Nochmal da die Caster, die da standen, mit Trampeln stunnen konnten. Das ist im Grunde das, was wir als Demon Hunter Tank hier machen können, ne? Die Scheiße aus den Leuten stunnen. Und dann muss der Rest laufen. Und da hatten wir jetzt einfach Glück, denn der lief, weil die Leute relativ gut wussten, was man machen kann und was nicht, Freunde. Insofern, schöne Runde. Ich hatte meinen Spaß. Ich hoffe, ihr auch. Und wir sehen uns in den nächsten Parts, wenn ihr wollt. Bis dahin, haut rein. Tschüss.